Die Taliban haben in einem Statement verkündet, dass alle, die die US-Streitkräfte unterstützt haben, die da als Invasoren bezeichnet werden, beziehungsweise die im korrupten System von Afghanistan tätig waren, dass für die die Tore geöffnet werden, soll heißen, dass für sie eine Amnestie gilt. Gerade für die Personen, die die US-Streitkräfte unterstützt haben, stellt sich die Situation jetzt allerdings anders dar. Viele versuchen, das Land fluchtartig zu verlassen. Dabei geht es um Personen, die übersetzt haben, die die Administration unterstützt haben, aber genauso um Mitarbeiter von NGOs oder Aktivisten und Aktivistinnen. Die alle sind jetzt in großer Sorge, dass sie Afghanistan auf dem Luftweg möglicherweise gar nicht mehr verlassen können. Welche Garantien gibt es für diese Menschen? International forces in the past. They should not be terrified. Sie müssen sich nicht fürchten. Or desperate. Our guarantee is our official statement. Keiner von ihnen muss irgendwas befürchten. Wir garantieren für ihre Sicherheit und auch für ihr Eigentum. Honor and life. That is our commitment. And also guarantee. Die Taliban haben sich verändert. Unsere Optionen haben sich verändert. Which reflect our position. So, und das sieht man auch jetzt schon. Und zwar in den Bezirken, in den Bezirken, die schon unter unserer Administration sind. Die Leute können hier ganz normal leben. Die Schulen sind geöffnet. Genauso sind die Geschäfte offen. Die Geschäftsleute können ihren Geschäften nachgehen. Es ist praktisch ein normales Leben. Also warum fürchten Sie sich? Sie sollten sich nicht fürchten.